Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier bei Das Info, dem Format, in dem ich euch erzähle, was gerade so auf meinem Channel passiert und was es so an Neuigkeiten gibt. Zurzeit gibt es tatsächlich einiges an Neuigkeiten, muss man sagen, denn ich habe 3 Serien und damit alle, die auf meinem Channel zu dem Zeitpunkt aktuell waren, zu Ende gebracht. Sowohl die beiden Folgen auf dem Project Unstable 4 Server sind zu Ende gegangen, als auch die extrem lange Serie zu Regrowth. Regrowth, das war, ich glaube, die 2. Serie, die ich auf meinem Channel begonnen habe. Lass das mal sacken. Mein Channel ist seit Jahren existent. Es ist schon verrückt. Also Regrowth ging wirklich unglaublich lange und war, ja, ich habe es in einem extrem frühen Stadium meines Channels begonnen, dieses Pack, und man kann schon in den Folgen selber richtig sehen, wie sich das Ganze so qualitativ weiterentwickelt hat. Am Anfang war die Mikroqualität noch nicht so gut, weil ich das da noch nicht so gut abgemischt hatte und so, und es wurde dann immer besser und auch die Thumbnails waren am Schluss besser als die ersten. Ich finde das total faszinierend, da rückblickend auf diese Videos zu schauen und mir zu denken, wow, diese Serie hat ja ewig gedauert. Schon irgendwie krass, jetzt wo Regrowth weg ist, es ist verrückt. Es fehlt einfach was. Aber es war Zeit, diese Serie zu Ende zu bringen und das ist auch ganz gut so. Es muss auch mal Neues her. Wie gesagt, auch Project Unstable 4 ist zu Ende gegangen. Da wird Schnauzer tatsächlich auch bald den Server komplett offline nehmen. Er arbeitet auch bereits daran, das Modpack zu Project Unstable 5 zu basteln, das voraussichtlich in der Minecraft-Version 1.11 sein wird. Da freue ich mich schon drauf, denn in der Frühphase von Project Unstable spielen dann auch mehr Leute auf dem Server. Und dann ist das Ganze noch etwas verrückter als sonst. Das wird sicher lustig, da wieder neu einzusteigen. Project Unstable 4 wird also bald den Nachfolger Project Unstable 5 haben. Und auch Regrowth wird auf meinem Channel einen Nachfolger bekommen. Den Slot zu Regrowth wird in absehbarer Zeit das Modpack Sprout einnehmen. Das ist ein Modpack für die Minecraft 1.10, an dem der Macher von Regrowth namens The Phoenix Lodge arbeitet. Sprout wird ein hochinteressantes Modpack, in dem tatsächlich kein Questbuch existiert, sondern stattdessen Quests von NPCs vergeben werden. Und das, denke ich, wird eine sehr coole Mechanik, die dann vielleicht fast so ein bisschen an Skyrim erinnert. Also das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, Minecraft mit Skyrim, aber ihr wisst, was ich meine. Man bekommt dann halt Quests von NPCs. Und die ersten Screenshots, die The Phoenix Lodge auf Twitter von diesem Modpack gepostet hat, sehen auch extrem gut aus. Also ich denke, das wird ein echt cooles Modpack werden. So viel also zur Zukunft. Project Unstable 5 und Sprout stehen an. Vielleicht mache ich in Project Unstable 5 dann auch wieder die gleiche Masche wie in Project Unstable 4. Also, dass ich wieder als das Flop und das Flip agiere. Mal sehen. Je nachdem, wie mir dann der Sinn danach steht. Und vor allem, wie er dann euch steht. Ihr könnt mir sagen, ob ich das fortsetzen soll mit dieser, mit dieser gespaltenen Persönlichkeit. Oder ob ihr das eher komisch fandet. Aber ich glaube, das kam ganz gut an. So viel zur Zukunft. Wie sieht es jetzt denn eigentlich mit der Gegenwart aus? Ich habe diese 2 Serien oder 3 Serien beendet und werde demnächst 2 oder 3 neue anfangen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert bis dahin? Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht nach Regrowth und Project Unstable 4 sofort wieder neue Modpacks anzufangen, die ich dann auf YouTube aufnehme oder für YouTube aufnehme. Denn das ist halt mit relativ viel Arbeit verbunden und ich kann gerade ein wenig mehr Zeit gut gebrauchen für mein Studium. Deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich jetzt da mal so ein bisschen Zeit dazwischen verstreichen, um mehr Zeit auf so wichtige Dinge wie die Uni verwenden zu können. Und ich glaube, das war auch eine ganz gute Entscheidung. Da gibt es gerade einfach unglaublich viel zu tun. Aber ich möchte natürlich nicht
dass mein YouTube-Channel derweil verwaist und ich möchte auch nicht, dass ihr derweil dasteht und nichts bei mir gucken könnt. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, wo ich streame, könnte ich ja die Streams einfach auf YouTube hochladen, denn das spart mir einfach sehr viel Zeit tatsächlich und trotzdem kann ich viel Content auf YouTube bringen. Eine Übergangslösung, aber eine ziemlich gute. Was meine ich damit? Ich meine, ich werde weiterhin sonntags um 17 Uhr auf twitch.tv/dasflip immer streamen. Und zwar werde ich das Modpack streamen, in dem ich mich hier gerade befinde und in dem ich auch schon ein paar Mal gestreamt habe. Das ist das Rex Pack 2 auf der Minecraft 1.11 von der Neuseeländerin Rorex gemacht. Das ist ein extrem cooles Pack und ich finde, ihr solltet alle die alten Streams angucken, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Ich habe da eine schicke Playlist gebastelt zum Rex Pack 2. Ich verlinke euch die in der Beschreibung, genauso wie meinen Twitch-Channel. Dann könnt ihr nämlich die alten Streams auf meinem YouTube-Channel nachträglich ansehen und ihr könnt dann künftig meine Streams auf Twitch aktuell mitverfolgen. Das fände ich ziemlich cool. Bisher gucken das relativ wenige. Das finde ich eigentlich schade, denn die Streams machen sehr viel Spaß. Und es gibt auch einige übliche Verdächtige, die jedes Mal dabei sind und manchmal wunderbaren Quatsch in den Chat schreiben. Also das solltet ihr euch eigentlich nicht entgehen lassen. Ihr verpasst was. Das ist also meine... Das wird mein Content sein, bis Project Unstable 5 und oder Sprout beginnen. Ich werde die Streams in halbstündige Segmente aufteilen und diese dann auf meinen YouTube-Channel hochladen. Bisher habe ich es so gemacht, dass ich die Streams teilweise auch am Stück hochgeladen habe, aber das war dann teilweise enorm lang und das ist eigentlich nicht gut für YouTube. Deswegen werde ich das künftig einfach unterteilen. Was gibt es ansonsten noch zu sagen? Ich könnte mal wieder auf meine Social Media Sachen eingehen. Es gibt immer noch meinen Discord-Server, den packe ich euch auch wieder in die Beschreibung. Dieser Discord-Server ist nach wie vor der beste Weg, mich zu erreichen und persönlich mit mir zu chatten. Also wenn ihr da Bock drauf habt, tut euch keinen Zwang an, schaut vorbei. Ansonsten, ich weiß nicht, ich habe noch diese Facebook-Seite, die ich aber schon länger nicht mehr aktuell halte und die interessiert glaube ich sowieso keinen, deswegen werde ich die vielleicht mal zumachen. Ich bin sehr aktiv auf meinem Twitter, das ist also definitiv auch ein Weg, wie ihr mich gut erreichen könnt. Bei player.me habe ich mir erst gedacht, das ist total cool, dann habe ich festgestellt, dass das irgendwie komplett auf Englisch funktioniert und da eigentlich niemand auf Deutsch was postet und das braucht glaube ich auch kein Mensch, vielleicht mache ich das auch wieder dicht. Man lernt halt draus. Und ansonsten ist das Wichtigste eigentlich mein YouTube und mein Twitch. Da solltet ihr wirklich vorbeigucken. Gibt es sonst noch was Aktuelles zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich freue mich sehr auf Project Unstable 5. Ich freue mich sehr auf Sprout. Und ich hoffe, dass ihr meine Livestreams mitgucken wollt. Das wäre super. Und ansonsten sehen wir uns halt zu einer der nächsten YouTube-Serien. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals, dass ihr bei den Serien zu Project Unstable 4 und Regrowth mit am Start wart. Die waren aus meiner Sicht sehr wichtig und haben mich viel weitergebracht bezüglich meines Wissens um Modded Minecraft und auch bezüglich meines Channels. So, es wird Nacht. Ich sollte schlafen gehen. Macht's ganz gut, ihr Lieben. Danke, dass ihr zugesehen habt. Haut rein, macht's gut und bye bye.